Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir, Garados Damage. Es ist die zweite Hoenn-Kollektion, die ich mir zugelegt habe. Diesmal geht es nicht um Kyogre, sondern um Groudon, nämlich das Proton-Groudon. Proto-Groudon EX. Diese Karte ist hier hinten drin versteckt. Das ist wieder die überdimensionale Karte. Und auch wie beim letzten Video, die Kyogre Hönn-Kollektion werde ich einmal vorlesen, was enthalten ist. Es ist enthalten 3 spezielle holographische Karten mit Gekabor, Flamly und Hydropie. Das sind diese 3 Karten, die man hier sehen kann. Und zusätzlich eine tolle überdimensionale Karte mit einem Protomorphase-Pokémon. Das ist dieses Groudon hier, das hier. Ja, das ist aber nicht alles. Im letzten Video habe ich mich auch gefragt, wieso steht da nicht direkt alles drauf? Nein, den Rest, den finden wir auf der Rückseite der ganzen Box. Und ich werde auch hier in diesem Video noch einmal diesen schicken Text vorlesen. Der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Passt eigentlich sehr gut zu so einer epischen Kollektion zu Groudon und Kyogre. Also, tritt deine Reise zur Hoenn-Region mit den Hoenn-Kollektion des Pokémon-Sammelkartenspiels an. Begib dich auf unbekanntes Terrain und entdecke die unglaubliche neue Macht der Protomorphase mit einer überdimensionalen holographischen Karte. Die Pokémon Gekabor, Flamly und Hydropie erscheinen jeweils auf einer speziellen holographischen Karte. Somit stehen dir von Anfang an gleich 3 Gefährten zur Seite. Außerdem kannst du deine Sammlung mit 3 Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels erweitern. Die Hoenn-Region bietet dir unzählige Möglichkeiten, die Hoenn-Kollektion enthält. Und jetzt steht hier nämlich alles drauf, was diese Kollektion, diese Box hier enthält. Diese Box enthält nämlich eine von 2 überdimensionalen Karten mit Proto-Groudon bzw. Proton-Kyogre. Da dies die Hoenn-Kollektion Groudon ist, wird demnach ein Proto-Groudon dabei sein. 3 spezielle holographische Karten mit Gekabor, Flamly und Hydropie im brandneuen Design. 3 Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels. Eine Bonus-Code-Karte für das Pokémon-Sammelkartenspiel online. Ja, wie immer freue ich mich natürlich auf alles, was in dieser Box steht. Aber natürlich ganz besonders auf die Booster, die wir hier unboxen können. Und dann werde ich hier einmal mal wieder diese Box hier an der Seite hier einreißen, weil anders kriege ich sie einfach nicht geöffnet. Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Haben sie gut zugeklebt, aber die Box will man ja auch nicht so unbedingt behalten. Man schneidet sich vielleicht hier ein paar Teile aus. So mache ich das jedenfalls ganz gerne manchmal. Kann man dann als Hintergrund verwenden. Kann ja jeder machen, wie er mag. So. Ich hole auch hier dann noch einmal alles raus. Das hier ist der Inhalt. Die Kollektion an sich ist leer. Da ist nichts mehr drin. Man sieht's. Ja, und dann fange ich doch an direkt hier mit dem Unboxing. Ja, mache ich das hier einmal auf. Das ist hier so eine sehr gut geschützte Hülle. Zack. Und da fällt mir auch schon die erste Karte entgegen. So. Und das habe ich beim letzten Video gar nicht getestet. Das werde ich jetzt einmal testen. Ob wenigstens diese Hüllen, diese Einbuchtungen hier, diese 3, für diese Karten auch gut sind. Und ich sehe hier bei diesen Karten einfach null Problemo, da ist kein Knick, so wie bei den Tinboxen. Die sind da weitaus geschützter drin. Da ist bei keiner Karte irgendwie was schief gelaufen. Nicht, dass ich wüsste, hier ist vielleicht etwas. Nee. Nee. Also wenn ich da so mit meinem bloßen Auge drauf gucke, sehe ich da nichts. Denn mit der Lupe gehe ich da, denke ich mal, nicht dran. Nee. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Da ist kein Knick in der Karte. Das ist echt toll. Das ist echt Hammer. Ich wüsste nicht, dass ich da jetzt irgendwas erkennen kann. Ich kann ja nochmal eine hier so reinhalten. Vielleicht erkennt ihr ja noch irgendwo was an den Seiten. Aber
Ich denke mal, die Karten sind doch sehr ordentlich dadurch gehalten. Da ist nichts. Falls ihr jetzt denkt, das hier ist richtig eingeknickt wegen dieser Kuhle, nein. Das legt sich wieder, wenn ich die Karte dann in eine Hülle tue. Dann wird sich die Hülle auch mitwellen. Das liegt ja immer bei so Holo-Karten. Die wellen sich ja schon mal sehr schnell. Wegen dem Holo-Effekt. Das ist ja so ein spezieller Druck, den die da vornehmen. Und ja, ich würde sagen Gekkabor, Hydro-Pie und Flemmi. Das sind die drei speziellen holographischen Karten. Die dürften ja, denke ich mal, jetzt bekannt sein. Seit der letzten Huen-Kollektion. Sehr coole Karten auf jeden Fall, wie ich sie finde. Also ich mag diese Karten. Habe ich nichts dran auszusetzen. So, dann habe ich hier einmal die Riesenkarte. Die schiebe ich hier einmal raus. Das ist Proto Grudon IX. Boah, ist viel zu groß, die in die Kamera zu halten. Muss ich mal so reinhalten, dass man auch wirklich alles lesen kann. 240 KP der Onken. Ja, richtig geil. Ist natürlich auch wieder so wegen Proto. Ist ja natürlich die Regel für Protomorphase. Dürfte ja jetzt auch bekannt sein. Wenn man die legt, dann ist der Zug halt beendet. Deswegen sollte man diese Karte eben erst am Schluss legen. Vorher noch mit dem aktiven Pokémon ein bisschen angreifen, wenn es denn möglich ist. Damit man dann die Karte legt und dann auch der Zug glanzvoll beendet ist und der Gegner dann erstmal eine Nuss zu knacken hat, weil ich meine, 240 KP ist ja schon heftig, ne? Ja, Dreikampf und eine Normalenergie für Gaia-Vulkan, die zieht 100 plus ab. Also, wenn eine Stadionkarte im Spiel ist, fügt dieser Angriff 100 weitere Schadenspunkte zu. Lege diese Stadionkarte auf den Ablagestapel. Ja. Da legt man doch gerne auch eine Stadionkarte mit einem guten Effekt auf den Ablagestapel, wenn man denn mal direkt 100 plus abziehen kann. Das heißt, diese Attacke zieht 200 ab. Das ist sehr, sehr heftig. Ich würde gerne mal in den Kommentaren lesen, und das meine ich jetzt wirklich ernst, gibt es eine Attacke, die mehr abzieht als 200? Gibt es eine Karte, wo als Attacke mehr als 200 Abzug draufstehen? Ja? Resistenz und Schwäche erstmal komplett außen vor gelassen. Hier in Zahlen 200. Das habe ich nämlich jetzt gesehen bei einem Glurak EX, bei einer speziellen Ausgabe vom Glurak EX, einer Karte, da stand 200 drauf. Ich glaube, das war sogar einfach ganz normaler Feuersturm oder sowas. Oder Drachenwut war das. Gibt es eine Karte, die mehr abzieht als 200, als wenn hier eine Attacke steht, da? Da muss eine 200 stehen und da mehr als 200, meine ich ja. So, das wollte ich gerne mal wissen. Vielleicht wissen auch etwas erfahrenere Poketuber etwas darüber, die mir darüber Auskunft geben können. Dann kommen wir ja auch nochmal hier ein bisschen in Kommunikation und wir haben nochmal ein Thema, über das wir sprechen können. Ich versuche ja immer Anregungen zu schaffen für Themen, die man so diskutieren kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir widmen uns den Boostern hier noch schön. Wir haben hier den Online-Code, den habe ich ganz vergessen, den gebe ich euch natürlich auch wieder so rein. Da ist der Online-Code. Und ja, dann haben wir hier wieder einmal fliegende Fäuste und zweimal Phantomkräfte. Und ich werde natürlich wieder anfangen mit fliegende Fäuste. Und das Fliegende Fäuste Booster enthält einen Online-Code. Ein Schlurp. Ein FEM. Ein Plussel. Ein Knackleon. Ein Bummels. Machomai. Reverse. Ziemlich geil. Is no rare. Kann man deutlich sehen. Sehr herrlich. Und als Rare haben wir einen Kapilz. Dann haben wir noch eine Energieumschalter, Capoeira und natürlich ein Ausrüstungsgreifer. So. Weiter geht's hier. Nehme ich mal das Stechen vom Phantomkräfte. Wir
Wir haben hier wieder einen Online-Coach. Dann haben wir hier einen Kramurks, ein, wie heißt das, Fifien, ein Skoppel, ein Krabi, ein Viscora, ein Roller Skates, sehr geil. Und Pyroleo. Ja, Pyroleo, ja, die Karte, die war mal geil. Die Effekte sind zurückgegangen und naja, die erste Karte von Pyroleo war gut. Danach folgte nur noch Müll von Pyroleo. Ist also nicht spielstark, aber das Artwork ist ja gerade nicht so schlecht. Giraffrik, Kampffahnder und Krakelo. Und das letzte Booster. Online-Code sei dahingediegen. Dedienne, Lichtel, Quabbel, Iguana, Feliu, ein Bronzong als Reverse. Ist das eine Rare? Mal eben schauen. Das müsste aber eine Rare sein. Das ist eine Rare, sehr, sehr herrlich. Und als Reverse Voltenso EX Full Art. Geil! Nice! Hammer! Richtig geiler Pull. Übelst geil. Dann noch ein Kleopatra. Tyragrog, auch geil. Und ein Handspereskop. Richtig geil. Der Pull zum Schluss hat sich doch nochmal gelohnt. Da muss ich doch mal ein bisschen recappen. Also lege ich diese Karte hier mal groß und breit hier in die Ecke. Damit man diese Karte noch groß und breit auch bestaunen kann. Online-Codes lege ich mal beiseite. Bronzong, Pyroleo, Roller Skates und Machomai lege ich auch mal beiseite. Und dann lege ich das mal hier hin. Diese drei tollen Karten, die es natürlich auch immer wieder in der Hoenn-Kollektion gibt. Ja, und vielleicht kann ich noch das Pyroleo hier mit reingeben, weil es eine Holo ist. Es ist halt geil, weil es eine Holo ist. Es ist geil, weil es eine Holo ist. Ja. Geiles Unboxing. Ich finde es immer wieder geil, hier mit gutem Pull davon zu laufen. Richtig geil. Hammergeiler Pull. Also, Voltenso EX Full Art. Voltenso EX Full Art, Voltenso EX Full Art. Guckt euch das an, Voltenso EX Full Art. 170 KP. Schön, schön. Geilst. Ich versuche das gerade zu erkennen. Müsste aber eine Silver Rare sein. Ja, ist eine schöne Silver Rare Card. Geilst! La 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 la. Boah, ich kann es immer noch nicht glauben. Geil! EX Full Art Pull! EX Full Art Pull! Na 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 na! EX Full Art Pull! Ja, geil! Geil, geil! Geil, geil, geil und geil. Einfach geil. Ja, geiles Unboxing. Geil. Hammer nice. Boah, ich war staunen. Ja, wir kommen zum Ende dieses Videos. Ihr fragt euch sicherlich alle, warum öffnet der so zwei komische Hoenn-Kollektionen von Kyogre und Groudon? Das hat natürlich auch alles einen Grund. Da habe ich mir natürlich was bei gedacht. Ich wollte euch diese Kollektionen einmal näher bringen. Vielleicht wollt ihr euch sie auch zulegen und mal unboxen. Die sind nicht so ganz teuer. Und wie ich finde, ist da eigentlich mehr drin als in der Tinbox. Ist vom Preis her gleichwertig. Ja, auf jeden Fall kommt ja bald etwas sehr Geiles. Am 4.2. wird es released, das neue Set Protoshock. Und da wird es dann einige Protomorphasen-Pokémons geben. Dann gibt es natürlich auch noch nicht nur das Display, also das eigentliche Set, sondern auch noch zwei Themendecks. Eins mit
Grudon und eins mit Kyogre. Das muss ich mir auf jeden Fall zulegen, weil das sind einer der geilsten Pokémons auch mit. Das ist richtig, 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 richtig geil. Und wenn ihr im Vorfeld irgendwas über das Set wissen wollt, fragt mich einfach. Ich habe da jetzt nicht groß was preiszugeben. Wartet einfach ab. Wenn das Set draußen ist, werde ich natürlich auch hier wieder mit dabei sein. Mit einem neuen Display und mit den Themendecks. Mal sehen, was sich da so machen lässt. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Das Video hat mir auf jeden Fall persönlich sehr gefallen. Geiler Pull, geile Zuschauer, geile Community, hammergeil. Ich liebe das. Einfach geil. Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem lauten Tschö bitte und Schaum mit V. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.